weil wir euch gerochen haben. Wie geht das überhaupt nochmal? Ja, ja. Kommt immer, ich habe mal eine ganz spontane Ansage. Oh ja. Die Gerüche, die auf einem Mittelaltermarkt entstehen. Oh, die kenne ich ja noch gar nicht. Sind für die Nase ein einziger, ein riesiger. Halt im Tempo dabei. Moment, ich warte noch, wie das Tempo ist. Gibt's ein furchtbares Problem. Da riecht es nämlich manchmal ziemlich unangenehm. Doch tritt man auf dem Plan hinaus, da liegt er in der Luft. Ein ekelhafter Körperschweiß und schlimmer Sachen Duft. Die Sprache und Gewandungen, die sind authentisch nicht. Historisch einwandfrei belegt ist dafür, wie es riecht. Da müffelt es ganz unrasiert nach Räucherwerk und Sucht. Am Lagerfeuer barbert ein Jahrhundert schwer am Mund. Da hilft uns auch kein Badezuber und kein Seifensieder. So einmal über den Markt gelaufen, stinken wir schon wieder. Die Römer kannten schon den Aquädukt und den Kanal. Das Mittelalter ist ein olfaktorischer Skandal. Mit Laus befallenem Pelz. Vom Mundgeruch nach schlechtem Met wird uns ganz übel. Und mit jedem Markttag wird das jedes mehr. Es stinkt nach ungewaschtem Leib und nach Geschlechtsverkehr. Da hilft uns auch kein Badezuber und kein Seifensieder. Nur einmal über den Markt gelaufen, stinken wir schon wieder. Die Römer kannten schon den Aquädukt und den Kanal. Das Mittelalter ist ein olfaktorischer Skandal. Machen. Wir halten unsere Nasen so wie ein Sandodion. Geht euch doch mal waschen oder kennt ihr kein Pardon? Wir lieben unsere Marktmusik und auch das Publikum. Aber eure Körperdämpfe hauen uns wirklich um. Eins soll am Schluss verkündet sein, auch wenn ich's mal bereue. Die zum Himmel stinkende Wahrheit. Ihr steht doch drauf, ihr Säue!